Der Schlosspark Inverneck. Die ehemalige Sommerresidenz der Würzburger Fürstbischöfe diente ursprünglich der puren Lust. Doch heute walten hier andere Gefühle. Im Schloss ist eine psychiatrische Klinik eingerichtet. Dort werden auch Krankheiten behandelt, die zum Fürchten sind. Es begann mit körperlichen Symptomen, Herzrasen, Nervosität, Schweißausbrüche und Schwindelgefühle. In sehr vielen Facetten hat sich das gezeigt. Und ich habe mich dann dem Therapeuten vorgestellt und er hat dann eben Angststörungen diagnostiziert. Angststörungen, das sind übertrieben starke, unbegründete Ängste. In Deutschland werden rund 15% der Erwachsenen davon befallen. Und wahrscheinlich liegt die Dunkelziffer noch höher. Denn wer an Angst erkrankt, fürchtet sich oft auch vor dem Arzt. Was die gesunde Angst von ihrer krankhaften Form unterscheidet, beschreibt der ärztliche Direktor des Bezirkskrankenhauses für Psychiatrie in Werneck, Hans-Peter Fotz. Jeder von uns hat schon heftigste Angst empfunden. Denken Sie an eine gefährliche Situation auf der Autobahn, wo Sie im Moment denken, Sie kommen in Schleudern, oder denken Sie an einen Moment, wo Sie vielleicht irgendwo abzustürzen drohen. Da haben Sie eine heftigste Angst. Sie fangen an zu zittern. Sie haben vielleicht sogar Todesangst. Ihr Herz schlägt ganz schnell. Sie bekommen feuchte Hände. Eigentlich ist das eine Panikattacke, was Sie haben. Ein heftiger Angstanfall. Wenn Sie sich nun diese sauber, klar abgegrenzte Angst vorstellen, aber ohne ein adäquates Ereignis, das macht für uns fast sogar schon die Kerndefinition einer Angststörung aus. Und stellen Sie sich jetzt eine solche Panikattacke 2-3 Mal pro Tag vor, bei schweren Panikstörungen, dann wissen Sie oder können Sie vielleicht etwas besser vorstellen, wie stark diese Menschen beeinträchtigt sind. Seelische Leiden betreffen den empfindlichsten und auch verborgensten Teil des Menschen. Für den Allgemeinarzt ist die Diagnose sehr schwierig, vor allem bei Angsterkrankungen, weil sie fast immer mit körperlichen Beschwerden verbunden sind. Wenn es uns gelänge, dass Patienten, aber auch Ärzte, zu denen die potenziellen psychiatrischen Patienten primär gehen, nämlich die primärversorgenden Ärzte, die Allgemeinärzte, Angsterkrankungen oder überhaupt psychiatrische Erkrankungen schneller erkennten und dann auch die adäquaten Therapiemaßnahmen einleiten würden, das wäre ein sehr großer Zugewinn. Göttingen, Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Der langjährige Direktor Eckhard Rüther weiß, dass Aufklärung über seelische Krankheiten allgemein Not tut. Der Grund dafür hat ebenfalls mit Angst zu tun. Mit Angst vor dem Unbekannten. Der Mensch möchte keinen Kranken um sich. Und je unklarer diese Erkrankung ist, umso gefährlicher nimmt es der Mensch wahr. Umso mehr wird der Mensch ausgegrenzt. Der Pestkranke, der Tuberkulosekranke, also der körperlich Missgeburten, werden aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Und wenn nun einer psychisch krank ist, sich besonders eigenartig verhält, dann ist das natürliche Phänomen des Menschen, dass man den aus der Gesellschaft herausbringt, also ihn nicht mehr haben will. Und das hat sich fortgesetzt über viele Jahrhunderte und ist zu einer Tradition geworden. Und in der modernen Psychiatrie wissen wir, dass das ein Unsinn ist. Und die Menschenwürde zeigt uns, die Diskussion über die Menschenwürde soll uns dazu bringen, dass wir gerade mit diesen Patienten uns besonders beschäftigen. Vor allem, da wir heutzutage in der Psychiatrie neue Verfahren haben, um alle psychischen Probleme zu beherrschen und zu behandeln. Der Nervenarzt Eckhard Rüther hat sich aufgemacht, der krankhaften Angst nachzuspüren. Sein Weg führt ihn zunächst an die Universität Lübeck, wo sein Kollege Fritz Hohagen zwanghafte Ängste erforscht und behandelt. Es ist zum Beispiel so, wenn ich über eine hohe Brücke gehe mit meinem Kind, kommt der Gedanke, was passiert, wenn du jetzt verrückt bist und das Kind runterschmeißen könntest. Also Sie haben den Zwangsimpuls, so etwas könnte passieren, und sind eigentlich ein Mensch, der sich sehr ängstlich sorgt um die Familie. Ja. Also eigentlich etwas, was gar nicht zu Ihnen passt. Ja. Ist das so? Das hat mich halt sehr gequält, weil ich immer stärker an mir gezweifelt habe und mich gefragt habe, ob ich noch
ganz normal wäre oder ja. ein ganz, ganz furchtbarer Mensch, der weggeschlossen gehört. Und das hat den großen ja. Leidensdruck verursacht, weshalb ich mir so schlecht ging. Also das ist etwas, was uns viele Betroffene berichten, dass sie erschrecken vor diesen aggressiven Zwangsgedanken. Es sind ja gerade Menschen, die Angst davor haben, dass etwas passieren könnte oder die ganz besonders verantwortungsbewusst sind, auch oft sehr harmoniebedürftig und die diese Gedanken nie umsetzen würden. Was muss Menschen widerfahren, dass sie sich sogar vor sich selbst ängstigen? Sind es Schicksalsschläge, unglückliche Veranlagungen oder beides? Die Seelenforscher tappen noch im Dunkeln, doch bei manchen Fragen beginnen sich komplexe Antworten im Bereich fehlerhafter Gehirnfunktionen abzuzeichnen. Du hast ja eine Hypothese über die Entstehung und die Entwicklung von Angst- und Zwangsstörungen. Das hier ist die erste Untersuchung, die zu diesem Thema durchgeführt wurde, dass Zwangserkrankte eine erhöhte Nervenzellaktivität im unteren Anteil des Gehirns haben, also im vorderen unteren Anteil im Vergleich zu dem gesunden. Und in einer wichtigen Schaltstelle des Gehirns, in den Basalganglien. Das sieht man hier durch diese Aktivitätssteigerung, verglichen hier mit den gesunden Kontrollen. Das heißt, es ist ein Regelkreis, eine Regelschleife, die vom vorderen Anteil des Gehirns zu den Basalganglien zieht. Wir wissen heute, dass das Frontalhirn, also der vordere Anteil des Gehirns, eine ganz wichtige Rolle spielt bei dem Entwurf von Handlungs- und Gedankenabläufen. Und dieses gesamte System ist sehr wichtig, dass wir unser Denken und Handeln immer flexibel der Umwelt anpassen können. Also wir können jederzeit ja gerufen werden, können dann unsere Handlung unterbrechen und etwas Neues machen. Und diese Flexibilität verdanken wir nicht zuletzt diesem, wie wir sagen, frontostriatalen System, also diesem Regelkreis. Was wir jetzt in den Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren bei Zwangserkrankten sehen, ist, dass die Aktivität in dieser Regelschleife erhöht ist. Es scheint also so zu sein, dass Zwangserkrankte an ihren Denk- und Handlungsabläufen hängen bleiben. Der Zwang, aus Angst in wiederholten Handlungen hängen zu bleiben, kennt viele Formen. Eine davon heißt Kontrollzwang. Dieser Mann zum Beispiel will sein Auto abstellen, das heißt Fenster schließen, Türen absperren, weggehen. Dieser Handlungsablauf schließt sich für ihn aber zum Kreis. Sein Weggehen scheitert an der Furcht, dass Fenster und Türen all seinen Kontrollen zum Trotz noch offen sein könnten. Den Teufelskreis solcher Zwänge zu durchbrechen, ist den betroffenen Patienten von sich aus nicht möglich. Sie brauchen Hilfe, den qualifizierten Beistand psychologischer Therapeuten. Hallo, Herr Frenzel. Hallo. Was machen Sie da? Ich habe jetzt das Auto abgeschlossen, aber bin mir nicht sicher. Es ist wirklich so, dass ich meiner Wahrnehmung irgendwo nicht mehr traue. Ja. Obwohl ich sehe, von außen die Fenster sind zu, ja. muss ich fühlen, weil ich traue meinen Augen im Grunde genommen nicht wirklich. Und das würde sich jetzt wiederholen. Und dann hätten Sie hundertprozentige Sicherheit? Gar nicht. Zur Behandlung von leichteren Angststörungen wie Zwängen und Phobien genügt bereits die Einsicht der Patienten. Sobald sie gelernt haben, sich ihren Ängsten zu stellen, ist der erste Schritt zur Genesung getan. Schwieriger sind indes die Ängste, die mit Depressionen und körperlichen Symptomen einhergehen. Ihre Therapie verlangt meist einen interdisziplinären Ansatz. Und die Diabetiker, die jetzt ja schon nur an Diabetes haben, sind häufiger depressiv als Nicht-Diabetiker. Also ja, es geht in beiderlei Richtung. Depressionen führt zum metabolischen Syndrom. Das metabolische Syndrom führt zur Depression. Das ist ein Zirkulus Viciosus. Mit dem Internisten Horst Fehm und dem Psychiater Ulrich Schweiger, die beide an der Universität Lübeck tätig sind, bespricht Eckhard Rüther die Rückkopplung zwischen seelischen und körperlichen Störungen. Nein, das nicht. Man hat früher immer geglaubt, dass das die Folge ist von Rauchen oder zusätzlichem Alkoholkonsum, was bei psychisch Kranken natürlich tatsächlich leicht gehäuft ist. Aber auch wenn man für diese Faktoren korrigiert, es bleibt Depression als unabhängiger Risikofaktor für seelische Gesundheit über. Und zwar mit einer erheblichen Stärke. Das heißt, die Frage, ob man depressiv ist oder nicht, hat für die körperliche Gesundheit ein ähnliches Ausmaß, wie wenn man 30 Zigaretten am Tag raucht oder nicht. Das heißt, es ist wirklich... Das ist wirklich ein ganz schwerwiegender Risikofaktor. Und wie ist es mit Angst?
Zur Angst wissen, fangen wir jetzt an, das zu erforschen, aber ja. wir haben hierzu noch keine Daten. Auf ganz weltweit sind noch keine Daten. Wenn ich Angst vor körperlichen Erkrankungen habe, kriege ich dann eine körperliche Erkrankung? Nein, das ist nun wieder gut erforscht. Also Hypochonder leben genauso lang oder kurz wie Nicht-Hypochonder. Was ist normal an der Angst und was verrückt? Wo endet das Gesunde und wo beginnt die Krankheit? Wer sich aufmacht, Angst in ihrer krankhaften Form zu begreifen, muss auch berücksichtigen, dass sich das Verständnis und die Diagnosen von Krankheiten im Laufe der Zeit ändern. An der Universität in Dresden versucht Eckhard Rüther, die junge Geschichte der Angsterkrankungen nachzuzeichnen. Sein Kollege, der ärztliche Klinikchef Werner Felber, kann ihm dabei helfen. Vor 50 Jahren wusste man diese Angsterkrankung noch gar nicht, kannte man die Angsterkrankung gar nicht. Wie hat sich das plötzlich entwickelt? Warum? Woher weiß man das plötzlich? Also ich würde das denken, dass Angst ja ein so verbreitetes Phänomen ist, dass man das nicht als Krankheit angesprochen hat, sondern man hat Angst eben als ein ubiquitäres, ein überall vorkommendes Phänomen angesehen. Was zwar bei bestimmten Formen von psychischen Erkrankungen, die ja fast 100 Jahre oder noch länger als Neurosen angesprochen worden sind, dort subsumiert worden sind. Und dort gab es natürlich schon auch Angstneurosen. Der zweite Faktor aber, dass Angsterkrankungen ja immer auch einen körperlichen Bereich mit hatte, der war ja nicht in der Psychiatrie angesiedelt. Den haben vor allen Dingen Internisten gesehen, andere Spezialgebiete, die sich dann mit diesen Erkrankungen beschäftigt haben und von daher mehr eine Separierung der einzelnen Syndrome zugelassen hat und wir ja heute von Komorbiditäten sprechen und zum Beispiel eben eine Angststörung und eine Depressionsstörung oder eine Depression benennen. Und früher wurde das als agitierte Depression natürlich zusammengefasst. Wen behandeln wir denn? Die Diagnosen oder die Patienten? Die Menschen behandeln wir natürlich. Und da bestehen Gefahren, dass die Separierung von bestimmten einzelnen Erscheinungen, von Aspekten sozusagen, dass jede Medaille mindestens zwei Seiten hat, dass Krankheiten, psychische Krankheiten, die so komplex sind, sechs Sichtweisen haben und trotzdem ist es ein Patient, der erkrankt ist, das kann verlustig gehen. Und darin sehe ich einen Nachteil. Mit all ihren Gefühlen und Empfindlichkeiten ist die menschliche Psyche sicherlich das komplizierteste Objekt wissenschaftlichen Interesses. Um dennoch einen Zugang zu finden, untersucht der Biochemiker Jochen Oehler mit seinen Mitarbeitern ein einfacheres, aber gleichwohl ähnliches Phänomen. Was machen Sie? Wir arbeiten hier an Mäusegehirn, schneiden die ganz fein und an diesen Schnitten untersuchen wir die Rezeptoren bestimmter Transmittersysteme. Welche? In dem Falle Serotonin. Die eben mit Angst was zu tun haben. Die mit Angst was zu tun haben. In welchen Regionen? Alle Gefühle bei allen höheren Geschöpfen, mithin auch die Angst von Mäusen, entstehen dadurch, dass sich die Konzentration von Botenstoffen in zentralen Regionen des Gehirns verändern. Solche Veränderungen können durch Stress ausgelöst und in den Mäusegehirnen auch sichtbar gemacht werden. Ganz genau. Das ist der ganz genau. Ja. Und ja. Haben Sie den Stress schon gesehen? Ja, natürlich verursacht das Veränderungen serotonerger Rezeptoren in der Dichte. Ja. Das können wir also auch nachweisen. Bei Mäusen wie Menschen ist speziell die Konzentration von Serotonin ein Maßstab sowohl für seelische als auch für körperliche Befindlichkeiten. So gehen erhöhter Puls und beschleunigter Atem mit Angstgefühlen einher, wenn dieser Botenstoff auf Teile des Gehirns in falscher Dosierung wirkt. Auch die angstauslösenden Ursachen sind vergleichbar. Wenn Mäuse von ihren Artgenossen isoliert werden, wenn sie also die schützende Nähe vermissen und an Kontakt- und Orientierungsmängeln leiden, bekommen sie Angst. Und eben das ist beim Menschen nicht anders. Können Sie uns berichten, wie das bei Ihnen angefangen hat mit Ihren Beschwerden? Ich konnte nicht alleine sein. Ich musste ständig aus der Wohnung raus, also weil ich immer nie alleine in der Wohnung sein wollte. Weil die Angst da war, halt umzukippen und mich findet erst zu spät jemand sozusagen. Ja, und dann
ich auch immer weniger einkaufen gegangen bin und ja, auch die Wohnung nicht mehr gemacht habe, also den Haushalt nicht mehr zustande gebracht habe. Das sind ein bisschen Aufgaben, dann wurden für mich ja, zu einer Bewältigung. Und als Sie damals diese erste Episode gehabt haben, gab es da vor irgendein auslösendes Ereignis, was Sie sich vorstellen könnten, damit eine Rolle gespielt hat? Also, ja, vielleicht in meiner Kindheit, der Konflikt zwischen meinem Stiefvater und mir, da ich halt in der Kindheit auch schon Schlafprobleme hatte. Mhm. Und er das auch nicht so ja, geduldet hatte, ist ihm auch öfters mal die Hand ausgerutscht, sozusagen. Mhm. Ja, und dann war auch Stress auf Arbeit gewesen, damals, wo ich noch Arbeit hatte. So dass ich mich teilweise nicht mehr getraut habe, am nächsten Morgen wieder auf Arbeit zu erscheinen. Mhm. Und dann den Stress auch mit nach Hause genommen habe, also nie irgendwie abschalten konnte und auch niemanden hatte, mit dem ich drüber reden konnte. Und wie hat so das Umfeld von Ihnen darauf reagiert, dass Sie sich dahingehend verändert haben? Meine Familie, so hatte ich das Glück, war sehr interessiert an einem Arztgespräch, um meine Situation verstehen zu können. Mhm. Und seitdem, muss ich sagen, ist meine Familie offen damit umgegangen. Sie wissen jetzt, wie es in mir aussieht. Mhm. Ja, und versuchen natürlich auch mir zu helfen, mich zu unterstützen, das wieder zu kriegen. Die Familie, die in der Klinik nur besuchsweise Zutritt haben kann, wird hier in der Musiktherapie durch das gemeinsame Spielen ersetzt. Töne und Rhythmen wirken dabei wie eine Form von Sprache, mit der sich Gefühle ausdrücken lassen. Ähnliches geschieht, wenn die Patienten die Musikinstrumente beiseite legen und stattdessen zu Pinsel und Farbe greifen. Damit können sie sogar ihre Ängste aufzeichnen. Axel Reinhardt, der Musiktherapeut an der Dresdner Uniklinik, versteht diese Zeichen zu lesen. Es kristallisieren sich dabei oder es vergegenständlichen sich dabei innere Prozesse des Patienten, also seelisch-geistige Vorgänge, vor allen Dingen emotionale Prozesse. Ja. Das heißt also, die Patienten werden beispielsweise, ich mache es mal am Beispiel der Angst fest, in die Lage versetzt, ihrer Angst nicht nur eine Gestalt, sondern auch eine Farbe zu geben. Ja. Sie können dann im wahrsten Sinne des Wortes diese Angst betrachten und auch von ihr im wahrsten Sinne des Wortes Abstand nehmen. Und das wäre ja die Voraussetzung, besser damit umgehen, genau. Und zu das, lernen. Und damit legt man die Basis für das, was wir immer so schön sagen, die Patienten müssen lernen, mit ihren Ängsten oder anderen Gefühlen, es betrifft ebenso Wut, Trauer, aber auch Freude und Hoffnung etc., umzugehen. Die Hoffnung jeder Psychotherapie richtet sich auf die Genesung. Und die Genesung seelischer Krankheiten beruht auf einer organischen Regeneration von Teilen des Gehirns, die sich sogar sichtbar machen lassen. Hier sieht man die grünen Zellen, das sind die neuronalen Vorläuferzellen. Aus denen werden später mal Neurone. Das blaue sind die glialen Stützzellen und das sind die fertigen Granularzellen hier außenrum. Und wenn ich nun neue Informationen brauche, neue Gefühle habe, neue Gedächtnis, dann wird das mehr. Dann wird das mehr. Da habe ich hier. Und das sind echt neue Zellen? Das sind neu gebildete Zellen. Mhm. Früher hat man ja immer gedacht, dass im Gehirn abgestorbene Nervenzellen nicht wieder gebildet werden, dass das Gehirn postmitotisch ist. Mhm. In den letzten Jahren konnte jedoch gezeigt werden, dass es Regionen im Gehirn gibt, die neue Nervenzellen produzieren. Und diese Grafik illustriert, wo hauptsächlich neue Neuronen gebildet werden im Erwachsenengehirn. Das ist einmal die Zone um den Seitenventrikel herum, die Subventrikularzone. Auf der anderen Seite der Gyrus dentatus des Hippocampus hier in Rot unterlegt. Warum werden neue Zellen im Hirn gebildet? Ja, also da soll ja schon eine Funktion dahinter sein. Wir nehmen an, dass zum Beispiel im Hippocampus, den man ja als Torhüter des Gedächtnisses verstehen kann, dass da an spezifischen Stellen neue Neurone eingesetzt werden, die die Speicherung der neuen Informationen ermöglichen sollen.
Warum nun manche Krankheiten dadurch geheilt werden, dass neue Nervenzellen den geschädigten Teilen des Gehirns gewissermaßen neuen Mut und neue Zuversicht implantieren, ist nicht bekannt. Doch man versucht, es herauszubekommen. In den neurologischen Labors, die direkt neben der psychiatrischen Klinik eingerichtet worden sind, gehen Biochemiker den Geheimnissen der Zellgeneration auf den Grund. Obwohl viele Details bereits entschlüsselt wurden, sind noch unzählige Fragen offen. Denn die Seele ist wesentlich komplizierter als die Summe ihrer Nervenzellen. Wir reden von seelischen Krankheiten, von psychischen Krankheiten, von Hirnkrankheiten, von Gemütskrankheiten, allen diesen Dingen. Und niemand weiß wirklich, was dahinter steckt. Wir sind seit etwa 15, 20 Jahren in der Lage, eine gewisse Ordnung in die psychischen Krankheiten zu machen. Nur, diese Ordnung müsste basieren auf dem Verstehen des Gehirns, denn das Gehirn ist der Träger der Erkrankung. Wir wissen, welches sind die Krankheiten und welches sind nicht die Krankheiten. Und darüber informieren wir. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir beschreiben können, welche Symptome treten da auf, wie ist der Verlauf und vor allem, wie kann ich das behandeln. Das Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München-Schwabing. Auch hier müssen Mäuse ihr kurzes Leben lassen, um das Leiden von Menschen möglicherweise durch neuartige Medikamente zu verringern. In den Gehirnen von ängstlich veranlagten Mäusen sind zum Beispiel bestimmte Verbindungen stärker konzentriert als bei solchen Artgenossen, die durch Zucht ein höchst mutiges Verhalten entwickelt haben. Konkret geht es dem Forschungsteam um Christoph Turk deshalb darum, die Chemie der angstauslösenden Stoffe zu bestimmen. Die Trennung von Eiweißstoffen, aber hier werden die Eiweißstoffe bezüglich ihrer Ladung getrennt. Würden Sie sagen, dass Sie schon wissen, welches dieser Proteine nun das Entscheidende ist? Oder suchen Sie das erst noch? Das suchen wir natürlich noch, aber wir haben da schon Kandidaten, Spots, die wir auch schon analysiert Zeigen haben. Zeigen Sie mir mal eins. Ja, da kann ich vielleicht mal von der Claudia kurz die Pipettenspitze ausborgen. Wenn Sie den Spot hier sehen, diesen blauen Fleck auf diesem Gel, den finden wir halt nur in diesem Gehirn, das Protein, und nicht in dem Gehirn. Wäre das Angst? Und das wäre jetzt ein Marker, Eiweißstoff für Angst. Der würde uns sagen, die Maus hat viel Angst und die Maus hat weniger Angst. Um den Stoffwechsel der Mäuseangst genau zu bestimmen, ist nach der Isolierung der gesuchten Verbindungen ihre chemische Analyse notwendig. Diese Gelstücke werden aber erst weiterverarbeitet, werden verdaut mit Trypsin, sodass man die Peptide bekommt aus dem Protein. Und die Peptide können dann in den Massenspektrometer gegeben werden und geben uns dann die Identifizierung des Proteins. Im Massenspektrometer wird die Zusammensetzung der Eiweißstoffe Element für Element ermittelt. Für Christoph Turk, den Chef der Forschungsgruppe, bedeutet diese Analyse einen sehr wichtigen Schritt. Also was man hier sieht, ist eine Chromatographieanlage. Da werden die Proteinmarker getrennt. Und was Sie jetzt hier sehen, ist das Ende einer solchen Säule. Die Tropfen hier, da sind die Proteine gelöst drin, die Gehirnproteine aus den Mäusen. Und die werden jetzt ins Massenspektrometer infusioniert. Und die Daten, die hier produziert werden, da können wir uns hier schauen, die werden hier als Signale aufgelistet. Und was ich jetzt machen muss, ich muss mir anschauen, das Muster dieser Signale. Noch ist es zu früh, die Chemie der Angst ins Gegenteil zu kehren, in Tabletten zu pressen und als wirksames Medikament zu verabreichen. Doch die Grundlagenforschung des Max-Planck-Instituts führt genau in diese Richtung. Wie dieser Weg von den Mäusen zu den Menschen verlaufen muss, welche Probleme er zu umgehen hat und wann er in eine neue Generation von Medikamenten münden kann, weiß der Chemiker und Psychiater Institutsdirektor Florian Holzbohr. Mäuse haben genauso Angst wie Menschen und deswegen können wir die Angst des Menschen quasi am Mausmodell erforschen. Und da beginnt es damit, dass wir experimentelle Anordnungen erdenken, bei denen man die Angst quantifizieren kann. Dann gehen wir in das Gehirn hinein, schauen uns die Biochemie da drin an und lernen Zusammenhänge über die Entstehung der Angst auf molekularer Ebene. Diese molekularen Prozesse werden einmal durch die Genetik gesteuert, aber auch durch äußere Faktoren, denn Gene agieren nicht alleine. Alles muss ja integriert werden.
die genetische Disposition ist nicht das, was alles macht. Im Gegenteil, das Ziel des Ganzen ist, Medikamente zu entwickeln, um solche krankhaften Angstzustände behandeln zu können. Das heißt, wir haben noch gar keine Medikamente, um diese Angst zu behandeln? Die Medikamente, die wir haben, sind schon wirksam und sie haben aber auch einige Nebenwirkungen, auf die wir gerne verzichten würden. Mhm. Man kennt das von den Benzodiazepinen, bekanntes Beispiel das Valium. Mhm. Das wirkt schon, aber es macht natürlich auch müde und abhängig und beeinträchtigt auch geistige Funktionen aller Art. Mhm. Und dann gibt es die sogenannten Antidepressiva, die wirken auch, aber die brauchen ewig, bis sie wirken. Und man will das ewig, ja am liebsten. Was heißt das? Ja, das kann viele Wochen dauern, bis eine solche Panikattackenfrequenz abgenommen hat, sodass wir hier uns zwar schon therapeutisch auf einem innerhalb der Medizin vernünftigen Bereich bewegen, so etwa im Bereich wie bei koronaren Herzerkrankungen, die können ja auch nicht alles heilen, die Internisten. So können die Psychiater das auch nicht, aber die suchen ja auch nach besseren Medikamenten. Ja, so tun wir das auch. Und wir haben gerade in der Angstforschung hier also auch sehr gute Möglichkeiten, weil die Übertragung vom Menschen auf das Tiermodell besonders gut gelingt. Wenngleich die verheißungsvolle Zukunft der neuen Medikamente noch fern ist, muss man die Gegenwart nicht fürchten. Auch Patienten mit schweren Angststörungen dürfen hoffen, denn die Verbindung von Psychotherapien mit bewährten Arzneien hat schon vielen geholfen. Es wurden dann Tabletten eben eingestellt. Ja. Man ist natürlich weggegangen von diesen Tranquilizern, wie man sagt, von diesen suchtabhängigen, machenden Tabletten und hat es umgestellt und bin dann sehr gut zurechtgekommen. Das heißt, dass durch diese neueren Antidepressiva, die Sie eingenommen haben, zwar ein Teil der Angstsymptomatik sich schon gebessert hat, aber noch nicht ausreichend Ihnen Stabilität gegeben hat. Ja, genau. Also ich muss sagen, dass diese Medikamente, die ich bekommen habe, eigentlich mir nur geholfen haben, diese Zeit zu überwinden, bis die Therapie beginnt. Es war mir klar, dass das nicht das Ende sein kann, sondern dass da eigentlich noch ein langwieriger Prozess folgen muss, weil die Tabletten, und ich denke, das wissen auch die meisten, die an so einer Krankheit leiden, helfen. Ja, also die helfen in dem Moment der körperlichen Erscheinungen, aber sie helfen ja nicht, die Ursache zu bewältigen. Und die Ursache steckt ja woanders. Und ich denke, die ist mit keinem Mittel zu umgehen, sondern da muss man halt anpacken. Ja, und wie geht es Ihnen denn jetzt hinsichtlich Ihrer Angstsymptomatik nach einigen Wochen hier? Es geht mir viel besser. Ich muss sagen, ich komme jetzt in die fünfte Woche hier. Man ist ja eigentlich sehr im Kontakt mit anderen und dadurch habe ich auch gemerkt, dass mir eigentlich nichts passiert, dass auch wenn die körperlichen Symptome da sind, dass mir einfach nichts passiert und das nimmt einem die Angst. Und wenn ich bedenke, dass ich vor der Therapie noch nicht mal aus dem Haus gegangen bin mehr und nur noch gezittert habe, also kann ich jetzt schon nach 5 Wochen von einem sehr großen Erfolg sprechen. Die Seele jedes Menschen kann vor Angst krank werden. Mit Hilfe tüchtiger Ärzte und wirksamer Therapien kann sie aber genesen. Und dann auch im Schlosspark von Werneck ihre lang entbehrte Lebenslust wiederfinden. In 2 Wochen berichten wir über Therapieformen bei Suchterkrankungen. Am 12. März, hier in Dreisat. Alles es war die Hölle. Es war die Hölle eigentlich. Man wird auf einen Schlag behindert. Ich bin einfach nicht mehr so, wie ich früher war. Stehen Sie langsam auf. Wolfgang Schramm kämpft sich zurück ins Leben. Versuchen Sie, einen Punkt zu fixieren. Noch fühlt sich der Patient unsicher auf den Beinen. Aber in der Physiotherapie in der Reha-Klinik Bellikon
will Wolfgang alles daran setzen, um seine frühere körperliche Unversehrtheit zurückzugewinnen. Vor 6 Wochen hat der Computerspezialist ein schweres Schädelhirntrauma erlitten. Seither ist in seinem Leben nichts mehr wie früher. Schwindel und Unsicherheit machen dem sportlichen Deutschen schwer zu schaffen. Welche Langzeitfolgen sein künftiges Leben beeinträchtigen werden, steht noch nicht fest. Auf dem Veloweg rund um den Greifensee geschieht es. Der 42-jährige Wolfgang tritt, wie so viele Male zuvor, kräftig in die Pedalen seines Rennvelos. In einer Kurve prallt sein Fahrrad frontal mit einem anderen Velofahrer zusammen. Selbst der schützende Helm bewahrt ihn nicht vor schweren Kopfverletzungen. Mit dem Helikopter wird er in die Universitätsklinik Zürich geflogen. Mehrere Tage liegt Wolfgang im künstlich verlängerten Koma. Seine Eltern erinnern sich an die düstere Anfangszeit im neuen Leben ihres Sohnes. Ich kann ja eigentlich gar nicht beschreiben, wie das war. Uns wurde dann eröffnet, dass sein Leben an einem Faden hänge. Dass man nicht wisse, ob er schafft. Und wenn er schafft, was dann sein wird. Dass man einfach nicht weiß, ob er durchkommt und wann, was dann nachher ist. Und ihn so da liegen zu sehen, haben Sie das ausgehalten? Ich war eigentlich ganz ruhig. Ich weiß nicht warum. Warum weiß ich eigentlich nicht. Haben Sie Angst gehabt um Ihren Sohn? Wir haben den Arzt gefragt, was draus werden kann. Und er hat gesagt, man muss sich aufs Schlimmste vorbereiten. Wolfgang hat das Koma überlebt. Aber die Hirnverletzungen beeinträchtigen ihn stark. Ein langer Weg der Neurorehabilitation steht bevor. Anteilnahme des behandelnden Arztes. Das wackelt aber recht hier, ne, auch. Wie ist es mit der Müdigkeit? Es geht eigentlich so, doch beim Sitzen ziehe ich immer den Helm aus. Im Gespräch mit Peter Zanker, dem leitenden Arzt für Neurorehabilitation in der Klinik Beligon, erfährt der Patient, weshalb ihm ein Teil der Schädeldecke vorübergehend wegoperiert worden ist und seither im Tiefkühlschrank lagert. Das ist so, dass man dort immer am Anfang läuft. Am Anfang ist das Hirn durch die Quetschung, die es erlitten hat, oft geschwollen. Das heißt, es braucht mehr Platz. Es braucht derart viel Platz, dass es gefährlich werden und dem Rest des Hirns schaden kann. Deshalb musste man diesen Knochendeckel entfernen, damit es vorübergehend eine Ausweichmöglichkeit bekommt. Die Schwellung wird dann langsam wieder zurückgehen. Wenn man dann den Knochendeckel wieder aufsetzt, darf sicher kein neuer Druck entstehen, sondern es soll ein wenig Platz bleiben. Ich denke, Sie werden auch die Erfahrung machen, dass Sie sich nach dem Einsetzen des Knochendeckels wieder besser fühlen. Es ist dann alles wieder stabiler und das Gehirn kann nicht mehr so herumschwabbeln. Es ist ja von der Konsistenz her wie ein Pudding. Ich kann mich nicht auf die linke Seite legen, das tut weh. Es geschah auf dem Fußgängerstreifen vor der Kirche in Rotenturm, kurz vor Weihnachten 1995. Der knapp 10-jährige Matthias Dickelmann war unterwegs zu einem Adventsspiel, als er auf dem Fußgängerstreifen umkehrte, um seinen Handschuh aufzuheben. Dabei wurde er von einem Auto erfasst. Zusammen mit seiner Familie schaut der heute 20-jährige Mann zum ersten Mal nach langer Zeit Filmaufnahmen an. Sie wurden in der Kinderklinik in Affoltern am Albis gedreht, als Matthias monatelang zur Rehabilitation dort war. In diesem Film schildert der Bub den Hergang des Unfalls so. Es war so, ich rannte auf die Straße hinaus. Ich bin in die Straße hineingerannt. Ich wurde von einem Auto angefahren und auf die andere Straßenseite geschleudert. Und auf die andere Straßenseite gespickt worden. Ein zweites Auto kam gefahren und überrollte mich. Die ganze erste Woche
Also während 7 Tagen hat mein Vater nichts gegessen. Hat mein Papi nichts gegessen. Das schreckliche Ereignis hat das ganze Familienleben geprägt und verändert. Matthias leidet noch heute an den Folgen seiner damals erlittenen schweren Hirnverletzungen. Ja, wenn man so da liegt. Ihn so da liegen zu sehen und nichts machen zu können, das war schlimm. Schlimme Zeit gewesen. Wir wussten ja nicht, ob er überleben würde, ob er gesund werden würde. Diese Ungewissheit zu ertragen war nicht einfach. Wenn er nachher wieder zu Weg ist, das ist auch die Ungewissheit, das ist schon nicht einfach gewesen. Er ist ja dann nicht erwacht. Während etwa 3 Monaten sprach er nicht, reagierte auf nichts. Hat er nichts gesagt, hat er auf nichts reagiert. Also ist das erste 7 Tage. Während 7 Tagen oder länger lag er im künstlichen Koma. Dann trennte man die Verbindung zu den Maschinen. Danach lag er im Wachkoma und reagierte mehrere Wochen lang auf gar nichts. Und hat dann eben wirklich mehrere Wochen lang hat einfach auf nichts reagiert. Früher war der Matthias der lebendigste von allen. Er war sehr wiff. Und ganz ein Wiffen und es hat einem einfach weh. Es tat einfach weh. Wir nahmen uns vor, alles zu geben, damit er den Weg zurück ins Leben wiederfindet. Einfach möglichst viel geben, dass er wieder irgendwie ins Leben zurückkommt. Matthias, du hast ja diesen Film auch schon längere Zeit nicht mehr gesehen. Wenn du dich jetzt so siehst, was kommt dir da in den Sinn? Ist es schwer, dich daran zurückzuerinnern? Tut es immer noch weh? Schon ein wenig. Was ist es denn, das dir weh tut? Dass ich nicht mehr bin wie zuvor. Basil Strauß unterwegs durch Luzern. Der ehemals begeisterte Autofahrer ist vor langer Zeit aufs Velo umgestiegen. Nicht ganz freiwillig. Ein schwerer Autounfall vor 18 Jahren hat sein Leben für immer verändert. An dieser Stelle geschah es, auf der Strecke von Engelberg ins Tal. Als ob es gestern gewesen wäre, erinnert sich der Vater von Basil zurück an jene schreckliche Nacht. Sein Sohn, damals 21-jährig, war unterwegs mit einem Freund im Ausgang. Auf dem Heimweg verlor er die Kontrolle über sein neues Auto. Gegen so einen Wehrstein prallte das Auto zunächst, dann drehte es, prallte gegen den nächsten Wehrstein und wurde hochgeschleudert und prallte 20 Meter weiter gegen einen Baum. Und dann sind beide Burschen aus dem Fahrzeug geschleudert worden und haben dann weiter unten auf einem Steinhaufen haben sie gelegen. Näher zu der Beifahrer und weiter weg unser Sohn. Und dann haben sie 4 Stunden lang ohnmächtig dort gelegen. Verschiedene Frakturen, aber vor allem ein schweres Schädelhirntrauma mit mehrwöchigem Koma waren die Folgen des Unfalls für Basil. Wenn ich hier bin, kommen alle Erlebnisse wieder hoch. Aber wir dürfen doch von Glück reden. Wir dürfen von Wunder reden. Dass unser Sohn heute wieder gesund geworden ist. Basil stand damals an der Schwelle zum Erwachsenenleben. Eben erst hatte er die Rekrutenschule hinter sich und die Lehrabschlussprüfung als Detailhandelskaufmann erfolgreich abgelegt. Nun galten ab sofort andere Spielregeln. Rehabilitation und Neuorientierung im Leben waren angesagt. Denn Hochleistungen, die früher selbstverständlich waren, schaffte sein verletztes Gehirn nicht mehr im selben Tempo. Jetzt kommt's dann bald.
Was kommt? Das Kantonsspital. Da, das Kantonsspital. 16. Stock. Dort, wo das Licht brennt. Dort ist die Rehabilitation. Ganz zu oberst. Von dort oben habe ich auf das Leben heruntergeschaut und mir vorgestellt, wie es wäre, wieder daran teilzunehmen. Wieder können mitzumachen. Und ich habe alles daran gesetzt, dass ich wieder respektiert bin und teilnehmen kann. Mit dem Bewusstsein zwar, dass mir etwas fehlt, aber dass ich doch noch ein wertvoller Mensch bin. Mit dem Bewusstsein, mir fehlt etwas, aber doch, ich bin doch noch ein wertvoller Mensch. Das hat seine Zeit gebraucht, bis ich gewusst habe. Es brauchte seine Zeit, bis ich wusste, dass ich meine Qualitäten als fühlender Mensch nicht eingebüßt habe, sondern nur meine körperliche Unversehrtheit. Als fühlender Mensch nicht eingebüßt habe, sondern einfach meine Unversehrtheit, körperliche Natur. Du hast gesagt, dir fehle etwas. Was fehlt dir denn, was andere haben? Das ist die körperliche Unversehrtheit. Ist es nur die körperliche Unversehrtheit? Ja, von dem, was ich bewusst wahrnehme, schon. Die Wahrnehmung und Interpretation des Psychischen überlasse ich gern anderen. Ich hoffe einfach zu genügen. Wie sie mich interpretiert, wie sie mich wahrnehmen, das hoffe ich zu genügen. Vor 5 Jahren fährt ein Feuerwehrauto mit Martinshorn und Blaulicht mit stark übersetzter Geschwindigkeit über diese Kreuzung. Dabei übersieht der Fahrer, dass ein Auto aus der Nebenstraße einbiegt. Am Steuer sitzt Ursula Wasser, daneben ihre Tochter Simon. Beim Zusammenprall wird die Fahrerin auf der Stelle getötet. Ihre 25-jährige Tochter erleidet schwerste Hirnverletzungen. Witwer und Vater Rolf Wasser erinnert sich. Das Auto ist best. Dort, wo jetzt der LKW vorbeifuhr, bei jenem Kandelaber kam damals der Wagen zum Stehen. Fast 50 Meter weit wurde der PKW vom Feuerwehrwagen geschoben. Der Vater des Freundes, den sie damals hatte, kümmerte sich vor allem um Simon, ging zu ihr ins Krankenhaus. Er kam an jenem Abend zu mir und teilte mir mit, dass Simon auf der Intensivstation liege. Sie habe ein doppeltes Schädelhirntrauma. Doppeltes Schädelhirntrauma. Schon als ich diesen Ausdruck hörte, dachte ich, dass es sich um etwas Schlimmes handeln müsse. Doch die Tragweite erfasste ich erst, als ich sie nach 2 Tagen zum ersten Mal besuchte. Als ich sie hilflos im Bett auf der Intensivstation liegen sah. Sie machte keine Bewegung, ihre Augen waren geschlossen. Da überkam es mich. Eingefahren, ja. Du hast den Tee wieder ins Wagen, egal, Frau Hintermann. Niemand hätte vor 5 Jahren damit gerechnet, dass Simon sich wieder so gut erholt. Die ausgebildete Betagtenbetreuerin lebt heute von der Invalidenversicherung, denn die Langzeitfolgen des Hirntraumas verunmöglichen ihr, über längere Zeit konzentriert zu arbeiten. Aber Simon lässt sich nicht unterkriegen. Für ihre Mithilfe im Frühstücksservice in einem Alterszentrum erhält sie zwar nur ein kleines Entgelt, die Arbeit gibt ihr jedoch das Gefühl, gebraucht zu werden. Nicht, oder? Es gibt mir Normalität. Es ist diese Arbeit mit alten Menschen gibt mir ein Gefühl von Normalität. Sie gehört zu meinem Leben. Ich habe diese Menschen sehr in mein Herz geschlossen. Sie verschafft mir ein gutes Gefühl. Du sagst, die Arbeit verschaffe dir auch ein Stück Normalität. Gehört man nur dazu, wenn man integriert ist? Nein, das nicht. Aber schon bei der Rehabilitation hatte ich einen starken Drang, zurückzufinden in die Realität. Das ist mir sehr wichtig. Auch diese vielen Operationen. Ich möchte einfach, dass es wieder so wird wie vor dem Unfall. Genau so wird es nie mehr, aber einfach wieder normal. Hat sich Simon verändert? Als sie noch in Aarau auf der Intensivstation lag, hat der Chefarzt zu mir gesagt, ein Hirnschlag kann einen Menschen total verändern.
Es kann dadurch ein anderer Mensch aus ihm werden. Sie müssen sich das vorstellen, wie wenn eine Person nach Amerika geht und nach x Jahren kommt sie wieder zurück. Sie hat eine Entwicklung durchgemacht und ist verändert. Ich habe mir schon meine Gedanken dazu gemacht. Inzwischen ist klar, sie hat sich leicht verändert, aber sie ist immer noch die gleiche Simone. Sie ist ein wenig emotionaler als zuvor, doch der Grundcharakter, ihr Wesen, ihre positive Einstellung sind geblieben. Positive Einstellung, die ist geblieben. Ich bin hirnverletzt. Anfänglich habe ich das immer abgestritten. Ich fühlte mich einfach nicht so. Mir ging es gut. Warum sagen da irgendwelche Ärzte, sie sind hirnverletzt? Doch dann sagte ich mir, okay, ich bin hirnverletzt. Ich habe mich damit abgefunden. Doch ich lasse mir mein Leben nicht durch diese Hirnverletzung bestimmen, sondern ich bestimme, wie viel Platz diese Hirnverletzung in meinem Leben haben soll. Und da muss ich zum Leidwesen aller Ärzte sagen, Platz hat sie sehr wenig. Manchmal ist sie gar nicht da. Ich denke nicht mal daran. Es ist einfach so. Also, es ist jetzt einfach so. Die Verkehrsstatistik beweist es. Immer weniger Menschen werden auf den Schweizer Straßen getötet. Und trotzdem, noch immer werden 5000 Personen jedes Jahr Opfer eines schweren Verkehrsunfalles. Vor anderthalb Jahren musste die Kantonspolizei Solothurn mitten in der Nacht zu einem schweren Unfall ausrücken. Es gab einen schweren Verkehrsunfall in Fahrtrichtung Zürich auf dem Gebiet der Gemeinde Niederbipp bei Kilometer 40.900. Ein rotes Opel Kadett Cabriolet fuhr in die Leitplanken, wurde zurückgeworfen und kam unbeleuchtet auf der rechten Fahrbahn zum Stillstand. Ein Lastwagen fuhr mit Tempo 80 auf das unbeleuchtete Fahrzeug auf. Und da ist in das unbeleuchtete Fahrzeug ein Lastwagen gefahren mit ca. 80 Stundenkilometern. Das Fahrzeug wurde mitgeschleift. Eine Person, der Beifahrer vorne rechts, war sofort tot. Der Fahrer starb ein paar Tage später im Spital. Der Mitfahrer hinten lag schlafend quer im Wagen. Der war schwerst verletzt. Der überlebende Schlafende auf dem Hintersitz ist dieser junge Mann. Simon Schnebeli, genannt Simi. Zur Zeit des Unfalls vor anderthalb Jahren war er knapp 20 Jahre alt. Soll ich dir das Gesicht abwischen? Aber du schwitzt ja gar nicht. Was soll ich tun? Zähne putzen nachher. Nein? Also fangen wir wieder von vorne an. E. Nenn mir den ersten Buchstaben. Also sag mal schnell den ersten Buchstaben. M. Ein M. Und dann? A. Ein A. Ma. N. N. Manu. Der Manu. Manu. Nein. Also Mann. Also Mann. Mann. Mant. Nicht Mand. Mand. Ja. Ah, also Mandarine. Ach so, eine Mandarine. Ob es noch Mandarinen gibt? Ja, gibt es noch. Für auf den Weg. Und dann isst du auf dem ganzen Weg Mandarine. Ist das eine gute Idee, hä? Ich pack sie gleich ein. Also, ich das gerade einpacke. Ist gut. Ist nicht vergessen. Wir hatten Glück. Die Hiobsbotschaft. Simis Eltern erinnern sich. Am Morgen klingelte das Telefon. 7 Uhr war es. Ich hatte gar nicht gemerkt, dass Simon noch nicht zu Hause war. Ich hob den Hörer ab und eine Frau vom Kantonsspital Basel meldete sich und sagte, Simon habe einen schweren Autounfall gehabt. Ich dachte, nun ist's aus. Wie erfuhrt ihr, dass es sehr, sehr ernst war? Als ich sie am Telefon fragte, ist er schwer verletzt, sagte sie, ja, sehr. Wie funktioniert man in einem solchen Fall? Automatisch. Man weiß gar nicht, was man tut. Ich irrte herum wie ein gestörtes Huhn. Ich dachte, das kann nicht sein, gleich erwache ich, ich hätte nur geträumt. Ich dachte, so etwas sei unmöglich. Und schon gar nicht mit unserem Simon. Es ist genau die Art Anruf, die man sich als Eltern nicht wünscht. Ich hatte immer gesagt, das möchte ich nie und nimmer erleben. Ist der Albtraum vorbei?
Und für dich? Ich weiß es auch nicht. Also, ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie ich nehme einfach alles so, wie es kommt. Ich nehme einfach alles so, wie es kommt. Ich weiß nicht, warum ich das kann. Ich weiß nicht, warum das ich bin eben auch gläubig und kann denken, dass der da oben hilft. Mir hilft das. Und ich denke, das kommt schon gut. Es muss. Ich denke, das kommt schon gut. Das muss einfach gut kommen. Ich habe mir nie überlegt, wie es wäre, wenn er den Unfall nicht gehabt hätte. Aber ich hätte mich wohl nicht damit abfinden können, wenn er den Rest seines Lebens im Bett hätte verbringen müssen. Im Koma. Doch seit wir wieder mit ihm reden können, wird er immer mehr wieder der Simon. Sein Charakter kommt wieder zum Vorschein. Ich kann ihn anfassen. Es ist nicht so schlimm für mich, wie wenn er gestorben wäre. Ist man auch oft allein in solchen Situationen? Ja. Lernt man sich selbst auch von einer neuen Seite kennen? Ich hatte mal geglaubt, ich sei kräftiger, gefühlsmäßig. Das war nicht der Fall. Der Boden unter den Füßen weg. Der Weg zurück ins Leben nach erlittenem Hirntrauma ist anstrengend. Jeden Schritt, jede Bewegung muss Wolfgang Schramm in der Rehabilitationsklinik wieder einüben. Verschiedenste Therapien prägen seinen Alltag. Sprachübungen in der Logopädie und intensives Hirntraining in der Ergotherapie gehören ebenso ins Programm. Aber vor allem Geduld ist gefragt. Eine Rückkehr in den Alltag, der Wunsch aller Patienten, lässt auf sich warten. Erfahrungsgemäß nach so einem Unfall muss man so grob über den Daumen sicher mit einem halben Jahr ohne Arbeit rechnen. Nur schon, bis man teilweise beginnt zu arbeiten. Mhm. Und wann dann wieder, wenn es gut geht, eine volle Arbeit möglich ist, das kann ich Ihnen. Mhm. Aber sagen wir mal so, etwa vor einem halben Jahr. So gut wie nicht. Nein. Das ist eine lange Zeit. Ist eine lange Zeit, ja, aber ich meine, es läuft ja viel und die werden Sie schon über die Runden bringen. Mit den negativen Folgen seiner vor 18 Jahren erlittenen schweren Hirnverletzung hat sich Basil arrangiert. Selbstbewusst hat er sein neues Leben in die Hand genommen. Im Zentrum stehen dabei seine Kinder Luana und Nico. Als erziehender, behinderter Vater fällt man eindeutig auf. Und Behinderte wird man absolut wahrgenommen. Also, man sieht, wie der geht, sieht dann die kleinen Kinder. Das wirkt schon irgendwie eigenartig, stelle ich mir vor. Das hat schon für sie seine spezielle Wirkung, stelle ich mir vor. Seit kurzem lebt Basil von seiner Frau getrennt. In die Betreuungsaufgaben für ihre beiden Kinder teilt sich das Paar aber nach wie vor. Basil war schon immer ein sehr engagierter Vater. Ausgeschlossen aus beruflicher Karriere hat er seinen Auftrag als Erzieher und Hausmann immer ernst genommen und dabei neue Erfüllung gefunden. So. Durch den Unfall habe sich sein Wertesystem verändert, sagt Basil. Menschliches sei in den Vordergrund gerückt. Gefühle und Freundschaften hätten heute einen höheren Stellenwert in seinem Leben. Und dass du in einer gesellschaftlich anerkannten Karriere nicht mithalten kannst, damit kannst du umgehen? Das ist mir bewusst. Damit kann ich umgehen. Ich habe einen anderen Weg eingeschlagen. Der hat absolut auch seine Qualitäten. Verbitterte Momente kennst du nicht mehr? Verbitterte Momente gibt es schon. Ja, die geht schon. Es gibt schon diese Momente, in denen man sich ein Stück weit um seine Träume betrogen fühlt. Sich um seine Träume
ein Stück betrogen fühlt. Andererseits sind neue Dinge entstanden, was absolut auch seinen Wert hat. Seinen absoluten Wert. Also alles bestens in Basils Leben? Oder gibt es Wünsche, die unerfüllt bleiben? Seit ein paar Monaten pendelt er einmal die Woche für einen halben Tag zu einer neuen Arbeit nach Zürich. In der Fragile Suisse, der Schweizerischen Vereinigung für hirnverletzte Menschen, leistet er seit kurzem einen dreistündigen Arbeitseinsatz. Was heißt es für dich? Was bedeutet es für dich, nach Zürich zur Arbeit fahren zu können? Es ist ein hervorragendes Gefühl. Ich komme mir sozusagen ein wenig groß vor. Ich fahre nach Zürich zur Arbeit, steige mit den anderen Leuten aus, gehe mit ihnen durch den Bahnhof, man besteigt die Straßenbahn. Man gehört ein wenig dazu. Ja, man gehört dazu. Hat seine Selbstsicherheit durch den Unfall gelitten? Ja, sicher. Meine Wahrnehmung ist anders geworden. Wie man mich wahrnimmt, hat sich auch verändert. Man ist plötzlich behindert. Auf einmal behindert. Dazu gehören mitmachen, akzeptiert werden. Ein Grundbedürfnis des Menschen. Die Arbeit in der Fragile Suisse, immer wieder eine Herausforderung für Basil. Jetzt ziehst du das rüber auf das CD-Laufwerk. Den musst du nicht beachten. Das CD-Laufwerk über. Das da? Nein, auf das CD-Laufwerk über. CD-Laufwerk über. Da. Wieder rechte Maustaste? Da. Ja. Und rüberziehen. Nein, nicht rüberziehen. Rechte Maustaste und einfügen. Einfach rechte Maustaste. Rechte Maustaste und einfügen. Einfügen. Ja. Jetzt. Ja, ich muss. Ich muss das alles zusammenkriegen. Ich muss mit Zetteln operieren. Mit Zetteln und so operieren. Daheim zum Zu Hause zum Beispiel arbeite ich oft mit schriftlichen Erinnerungsstützen. Ich hatte Zeit genug, mich daran zu gewöhnen. Aber ich musste das doch strukturieren. Und ich habe das müssen strukturieren schon. Aber kannst du dir vorstellen, wieder mal 5 Tage die Woche, 8 Stunden am Tag zu arbeiten? Wäre so etwas jemals noch möglich? Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, nein. Warum nicht? Warum nicht? Weil meine Ausdauer dafür nicht ausreicht. Ich werde viel zu schnell unkonzentriert. Ich kann nicht über längere Zeit an etwas dranbleiben. Ich muss mich zwischendurch hinlegen. Und ich muss etwas mal liegen wieder. Gibt es auch Momente, in denen dich das deprimiert? Es ist mir inzwischen derart vertraut. Ich bin ja schon seit 18 Jahren damit unterwegs. Das ist praktisch die Hälfte meines Lebens. Ich kenne fast nichts anderes. Ich kenne es inzwischen gut so. Und haben wir eben gedacht, wir könnten noch etwas weiterfahren mit Winter machen. Was wir haben, sind Gläschen. Die können wir einfüllen. Die Suche nach einem geeigneten Wohnheim für den hirnverletzten Semi war schwierig. Es gibt nur wenige Häuser, die auf jüngere Patienten spezialisiert sind. Hier, in diesem Pflegeheim in Münsingen, wurden seine Eltern endlich fündig. Im Haus Belpberg fanden die Eltern des verunfallten Semi schließlich ein Heim, das ihren Vorstellungen von lebenswertem Leben entspricht. Seither ist dies Semis neues Zuhause. Ist gut. Noch mehr. Simon mit einer Freundin vor dem Unfall. Soeben hatte er seine Lehre als Sanitärmonteur erfolgreich hinter sich gebracht. Nun war es Zeit für Träume. Gleich nach der Rekrutenschule wollte er nach Kanada in die Ferien reisen, mit dem Fernziel, dorthin auszuwandern. Das Flugticket hatte er bereits im Sack.
als der Unfall sein Leben in eine andere Richtung katapultierte. Ja, am Fuß. Simis Zimmer im Wohnheim Bellberg ist nach seinen Wünschen eingerichtet. Ein Geschenk von drei Freundinnen und von seinem Bruder Manu freut Simi ganz besonders. Schwärmst du für eine von denen? Ja. Mhm. Für die? Für die da. Nein. Ist es die da? Sie ist es, nicht? Ja. Super Frau. Ja. Ist das der ist es Manu, dein Bruder? Dein Bruder? Ja. Schau mal, wie er diese Girls inspiziert. Magst du den Manu? Ein toller Bruder, den du hast. Super Bruder. Ein wirklich schöner Kalender. Erinnert dich an zu Hause, nicht wahr? Simis Unfall hat nicht nur sein Leben auf den Kopf gestellt. Zu Hause in Bruck erinnert sich sein jüngerer Bruder Manu zurück an seine erste Begegnung mit seinem großen Bruder und Vorbild nach dem Unfall. Ja, ich bin hergekommen. Ich kam hin. Ich wusste nicht genau, was auf mich zukommen wird. Ich war dann dort und er lag einfach da. Hinter ihm, wie in einem Film, einer Arztserie, Maschinen und all das. Es war ein Schock. Wir liefen die Tränen. Nach 10 Minuten musste ich wieder gehen. Das war eigentlich lange so, fast ein halbes Jahr lang, dass ich nie länger als eine Viertelstunde bei Simon bleiben konnte. Weil du es nicht aushieltest? Ja. Wie hat sich das alles auf dich und dein Leben ausgewirkt? Positiv ist, dass ich selbstständiger geworden bin, finde ich. Denn ich kam nach der Arbeit nach Hause und wusste, ich musste mir selber was kochen. Ich war darum öfter weg. Nach der Arbeit ging ich oft mit Kollegen weg, weil ich wusste, zu Hause wäre es langweilig. Und die negative Seite? Gute Frage. Ich saufe mehr, das heißt, ich soff mehr. Ich sagte mir, wenn ich Alkohol trinke, vergesse ich alles andere. Ich habe dann mit den Eltern geredet, ging zu Psychologinnen und jetzt ist eigentlich alles wieder gut. Hast du das Leben wieder im Griff? Ja, sicher. Was hat dir geholfen in schweren Momenten? Wieder den Rang zu finden? Ich will auch für Simon da sein können und nicht irgendwann in 10 Jahren als Alkoholiker in der Gosse landen. Ich sagte mir, jetzt steckst du erstmal zurück und hilfst mal dem Simon. Hat sich durch das Ganze eure Beziehung als Paar verändert? Was passiert ist? Manchmal zum Guten, manchmal zum Schlechten. Irgendwie beides. Manchmal war es schlechter. Eine Zeit lang kam es mir vor, als ob die Beziehung nicht existierte. Die hatten wir am Anfang auch gar nicht mehr. Durch seinen langen Aufenthalt in Rheinfelden lebten wir uns irgendwie auseinander. Wir teilten uns jeweils auf. Entweder war ich in Rheinfelden oder sie. Ich muss um 5 Uhr aufstehen, um 6 beginnt die Arbeit, um 2 hört man auf und dann ging man nach Rheinfelden. Wenn man dann abends nach Hause kam, war man einfach müde. So ging es auch ihr. Während 16 Monaten, wir arbeiten beide. Liegt diese Zeit hinter euch? Habt ihr den Weg wieder gefunden? Mich dünkt ja. Ich denke schon. Eine Zeit lang waren wir aggressiv, aus irgendeiner Kleinigkeit heraus. Das hat sich sehr gebessert. Seit Simon in Münsingen oben ist, haben wir einen großen Schritt gemacht. Jetzt haben wir während der Woche wieder mehr Freiheit. Für einen hirnverletzten Menschen Arbeit finden ist ein harter Weg. Auf dem Hochplateau vom Jura sind die Eltern von Matthias nach langem Suchen fündig geworden. Eigentlich wollte ich auf der Gitan reiten.
Aber Daniela sagte, sie kenne das Pferd und sie kenne mich. Deshalb solle ich auf Moni reiten. In der Stiftung für berufliche und soziale Eingliederung in Les Cernes steckt Matthias mitten im zweiten Anlehrjahr zum Bauern. Ein gutes Zusammenspiel zwischen Elternhaus und Lehrmeister ist Voraussetzung für ein Gelingen des Ausbildungsprojektes. Und was passiert in einem halben Jahr, wenn Matthias ausgelernt hat? Wenn die Lehre erstmal vorbei ist, wird eine solche Stelle von der Invalidenversicherung nicht mehr bezahlt. Er müsste einen Ort finden, an dem er relativ selbstständig sein kann. Unsere Sorge ist die, dass wir einen Platz finden, wo er behütet wird und doch auch geachtet ist. Es ist niemand bereit, eine zusätzliche Anstrengung zu unternehmen, um jemanden wie ihn zu integrieren. Denn er lernt langsamer und wenn er mit Maschinen arbeitet, muss er begleitet werden. Ich habe eine gewisse Angst vor der Zukunft, denn ich möchte ja, dass sich unser Sohn irgendwann von uns ablösen und selbstständig sein kann. Wenn er aber nirgends eine Stelle findet, findet er auch keine Geborgenheit und vor allem keine Selbstständigkeit. Holst du mich in Einsiedeln am Bahnhof ab? Ja, schreibst du noch mal. Ich schicke dir eine Mail. Matthias hängt sehr an seiner Familie. Der Abschied von den Eltern fällt ihm jeweils schwer. Vermisst du sie, wenn sie weg sind? Ja, oft. Was fehlt dir, wenn sie nicht da sind? Mein Vater passt einfach gut auf mich auf. Wenn ich zum Beispiel ein Loch in die Wand bohre, dann sagt mein Vater zu mir, Matthias, wenn du Widerstand spürst, hör auf. Oder dies oder das könnte passieren. Er denkt weiter, was könnte passieren. Hier hingegen sagt man zu mir, Matthias, bohr ein Loch, aber an die Folgen, die das haben könnte, denken sie nicht. Hast du manchmal auch Angst vor dem Erwachsenwerden? Ja, manchmal schon. Was macht dir Angst? Dass man viel Neues lernen muss. Das fällt dir schwer? Ja, manchmal schon. Was machst du am liebsten hier? Mit den Schafen rennen. Eins, zwei, drei, vier. Zwei, vier, sechs. Hammett! Glaubst du, Matthias, du hast es mit den Tieren einfacher als mit den Menschen? Ja, schon. Warum? Die Tiere fütterst du und dann sind sie zufrieden. Bei den Menschen braucht es mehr, bis sie zufrieden sind. Und das fällt dir manchmal schwer? Ja, schon. Wolfgang Schramm hat große Fortschritte gemacht. Der fehlende Teil seiner Schädeldecke ist wieder eingesetzt worden. Er hat die Operation gut überstanden. Zwar machen ihm Schwindelanfälle schwer zu schaffen, aber in der Physiotherapie sind bereits wieder Ansätze zu einer Partie Federball möglich. In anderen Bereichen gibt es jedoch noch Schwierigkeiten, zum Beispiel beim Geruchssinn. Ist das Kaffeeessenz oder Pfefferminz oder ist das Olivenöl? Jetzt wollen wir sehen, ob Sie da etwas wahrnehmen. Ist es schwach oder stark für Sie? Das rieche ich schon, aber das riecht so komisch. Ist komisch? Ja, Kaffee. Also Pfefferminz, das mag ich. Das hätte ich wahrscheinlich gekocht. Ob Olivenöl. Also das habe ich nicht gekocht. Was ist es? Was sagen Sie? Ich würde sagen, es ist Kaffee. Nein, es ist Pfefferminze. Der Geruchssinn ist verzerrt. Es ist verzerrt, ja. Schauen Sie mal zu mir. Ich muss es erst etwas schütteln. Mal sehen, ob Sie das wahrnehmen. Ob Sie das wahrnehmen. Das ist ein Gewürz. Sie merken etwas. Nehmen Sie etwas wahr? So, ja. Das ist schon ganz leer. Auch da braucht es etwas Geduld.
Ich spüre, dass es aufwärts geht und wie es letztlich auskommt, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber die Schritte, die ich mache, die gehen eigentlich vorwärts und nicht rückwärts. Wolfgang ist zuversichtlich. Entmutigen lassen will er sich von niemandem. Arosa, ein Fixpunkt im Leben von Simon Wasser. Hier hat sie 3,5 Jahre gejobbt, bevor es sie wieder ins Unterland zog, wo dann der schwere Unfall passierte. Mit ihren engsten Freundinnen gönnt sie sich ab und zu ein Wochenende an der Sonne. Zum ersten Mal wieder auf einem Schlitten. Auch das ein Mosaiksteinchen in der langen Rückkehr ins Leben von früher. Lebenshunger und Lebensfreude sind in Simons Alltag nach wie vor großgeschrieben. Ihre Coiffeuse Jana frisiert sie für den nächtlichen Ausgang. Sie ist eigentlich die gleiche geblieben. Sie geht vielleicht etwas vorsichtiger durchs Leben, etwas bewusster. Das ist gut. Das ist eben schon gut. Ja, weil du es mir sagst. Ich habe sie etwas besser unter Kontrolle. Ich verpasse ihr ab und zu einen Dämpfer, wenn sie Vollgas gibt. Gell, Simon? Gell, Simon. Das ist recht so. Finde ich auch. Schau mal. Hä? Schau her. Ist das gut für Arosa? Hält das dem Wetter stand? Das Serviceangebot von Freundin Jana ist umfassend. Es geht weit über die Dienste einer Haarstylistin hinaus. Jana, hast du das Gefühl? Jana, gab es Momente, in denen sie dich eher brauchte als früher? Ja, da schon. Ja, das schon, vor allem zum Reden. Gerade nach ihrem Unfall, als sie manchmal sehr böse werden konnte beim Reden, da musste ich ihr schon mal sagen, jetzt reicht's. Jetzt suchst du dir Hilfe. Ja. Und du konntest die Hilfe annehmen. Von mir schon. Ich kann es nur von ihr annehmen, von niemandem sonst. Ich sag's wohl auch energisch genug, dass sie es annehmen muss. Glaubst du, dass es dadurch auch anders, besser geworden ist? Sie möchte wieder so sein, wie sie war. Dafür unternimmt sie alles. Da musste ich neulich sagen, jetzt reicht's. Du bist jetzt ein wenig anders, akzeptier das. Weil genau so wie vorher wird man nicht. Schon durch den Unfall, durch die Operation. So wie vorher wirst du nicht mehr sein. Akzeptier das und Schluss. Da wirst du nicht. Es ist so, akzeptier's und fertig. Sie ist eine hübsche. Sie ist hübsch. Sie war auch vorher hübsch. Vom Unfall ist praktisch nichts mehr zu sehen. Ich finde sie gut, so wie sie ist. Sie soll jetzt aufhören mit diesen Dingerchen. Gell, Simon? Weißt du, was ich meine? Ich mache ja gar nichts mehr. Jana hat gesagt, ich soll nichts mehr unternehmen. Simi mit seinen Eltern zu Besuch in der Reha-Klinik in Rheinfelden. Hier hat er 1,5 Jahre seines jungen Lebens verbracht. Hier hat er nach langer Zeit im Koma zurück ins Leben gefunden. Hier wird er von den Pflegern erwartet und begrüßt wie ein lange vermisster Freund. Hallo Simon, wie geht's? Gut. Gut, ja. Geht's dir? Gut. Prima. Umgestiegen auf Ferrari. Ganz toll. Der steht hier gut. Ferrari Rot steht hier sehr gut. Zeit bist du froh, dass du mal keine Therapie hast. Gerne, freut sich, gell, Christine. Freust du dich ein bisschen?
schon. Ha? Sind bestimmt tolle Leute, die mit dir arbeiten. Ciao. Ja, genau, was war das erste Wort, was wir gelernt haben? Tschüss. Ja, super. Das Wochenende verbringt Semi bei seinen Eltern zu Hause in Bruck. Die Schneebelis sind inzwischen ein eingespieltes Pflegeteam. Nachmittag. Melanie, Corinne und Sibyl zu Besuch bei Semi, die drei Mädchen aus dem Kalender von Bruder Manu. Ihre Ankunft ist der Höhepunkt von Semis Woche. Jeden Sonntag kommen die Freunde aus seinem früheren Leben zu Besuch. Mit ihnen war er in der Schule, mit ihnen war er auf Partys. Mit ihnen hat er Fußball gespielt. Semi hat schon früher dazugehört und daran hat sich nichts geändert. Erlebst du deinen Sohn Simon heute als einen zufriedenen Menschen? Ja. Mit einem großen Lebenswillen? Ich glaube, ja. Er ist guter Laune und strahlt auch Fröhlichkeit und Lebensfreude aus. Absolut. Ja, das strahlt auch Freude aus, oder auch Lebensfreude aus, oder? Absolut, das ist ja so. Ich finde das auch. Sonst könnte ich nicht ruhig leben. Für mich ist das Wichtigste, dass er glücklich ist. Und er macht einen glücklichen Eindruck. In nachdenklichen Augenblicken fragt man sich, wie kann man so glücklich sein? Doch er gibt mir die Bestätigung, dass halt jedes Leben lebenswert ist. Aus jedem Leben lässt sich etwas machen. Das ist einfach so. Zu viel des Trubels. Simi ist erschöpft. Er will sich ausruhen. Aber er bleibt nicht lange allein in seinem Zimmer. Die Kalenderfreundinnen leisten ihm Gesellschaft. Und wo wohnt Sibyl? Bruck. In Bruck. Weißt du jetzt, wer gegenüber vom Koopladen wohnt? Oder rufe nach. Wie hast du früher Ja gesagt? Und nein? Wow. Aber jetzt kannst du Nein sagen. Doch, jetzt kannst du Nein sagen. Jetzt brauchst du dafür die Zunge nicht mehr. Gell? Super. Ich kann das Gleiche auch, aber für Frauen. Ja. Hast du das Mongo-Büsi? Hast du die Katze gesehen? Schau, das Mongo-Büsi. Ciao, sie ist gekommen. Sembi. Sembi, komm. Nichts verwirrt dich, nichts erschreckt dich, singen die Mitglieder des Chores der Kirche St. Paul in Luzern aus voller Kehle. Der sonore Bass von Basil Strauß sticht heraus. Seine Freundin Pia mit der Altstimme hat er in diesem Chor kennengelernt.
Das Singen hat Basils Leben bereichert. Ich habe das erst nachträglich herausgefunden, nachdem ich diese Hirnverletzung erlitten hatte. Ich habe Glücksmomente gesucht. Ich habe geahnt, dass ich die im Singen finden könnte. Und das hat sich bewahrheitet. Wenn ich jeweils von dieser Probe komme, bin ich immer total gelöst und fröhlich. Und ich fühle mich wirklich gut. Ich bin eigentlich in den Chor gekommen, um meine Ruhe zu finden. Da kam er rein, wir haben uns gesehen und es hat auf Anhieb gefunkt, wirklich. Es ist schon so, es war Liebe auf den ersten Blick, eindeutig. Seither gehen sie im Gleichschritt durchs Leben. Basil und Pia. Auf einer Glücksskala von 1 bis 6, wo stehst du? Also weit oben. Weit oben, sehr weit oben. Es ist vielleicht erstaunlich, doch es ist so. Es ist so. Es ist meine Natur. Ich lebe gerne. Ich lebe gerne, ja, sicher.